Alles klar, du kannst. Dann fahr mal langsam los. Guck mal, dass wir Wasser rankriegen. Machst du die kleinen, dann mach ich den großen. Wenigstens gibt er bei dir ein bisschen Gas. Ich bin aber Also auch außerhalb der Sonntagsfahrer. Straße kann ich. Du hast auch Sonntagsfahrer? Ich glaube, warte. So, jetzt sind wir offiziell live. Laut dem Bot. Schauen wir doch mal. Aussteigen. Warte mal, der wird mir aus dem Wald erstmal rausfahren. Kannst auch weiterfahren. Aber schläfrig. Ja, Meter gut, aber Abstand darf lassen. nicht zu dicht. Meter Abstand. Stopp, stopp, stopp. Das reicht schon. Das reicht schon. Mal Motor aus. Lock sonst hier die Leute an. Fehlt mir auch noch. So, ich bin fertig. Ich Helf jetzt weiter. krieg die letzten beiden nicht hochgehoben. Och, lass mich mal machen. Als ob das so schwer ist. Tatsache. So, Tralle. Wir machen das so. Nee, wir machen das nicht so. Ich muss dir leider sagen, du wirst, glaube ich, keinen Sitzplatz mehr haben. Ich werde gar nicht, ich wollte eh zu Fuß laufen. Ja, leck mich doch am Zippele, Alter, ist das Ding voll. Auf Kollege, jedem warte mal Sitz hier. ist so ein Fass. Sehe schon. Auf jedem Sitz Ja, auf jedem gehe ich ist jetzt so alles voll zurück. Dann gehe ich weggeräumt. jetzt so zurück. Ich gucke jetzt eben, was ich ein bisschen hier Nahrungssuche mache. In der Zwischenzeit kannst du ja schon mal abhauen. Da kommt ein Zombie von rechts. Also links Der von kann dir. mich jetzt mal. Habe ich keine Zeit für. Das schmeiße ich jetzt erstmal alles in die Mikrowelle. Ja? Kannst du die großen abkochen? Geht das? Ja. Das ist doch geil, wenn das funktioniert. Dann müssen wir Vor dir mal kommt ein gucken. Das Zombie. Wasser kann hier abstehen nach 2 Wochen bis 3 Wochen. Oh, was liegt hier? Ich habe einen Autoschlüssel gefunden, ne? Ja, das Le ist von den Baron. Schrottautos. Also, ich nehme es mal mit, ne? Dem Zombie hinterher. Guck mich doch nicht so an, ich hab dir nichts getan. Hau ab! Aber was haben wir jetzt erstmal genug? Ausdauer, mich jetzt zu wehren, dir irgendwie vom Kopf zu treten. So, geht doch. Ab mit seinem Kopf. Jo, was haben wir denn hier? Nicht ein Zweig. Nichts Atemberaubendes. Einer sich jetzt nicht gewaschen? Filfi, Schon ich bin wieder nicht, ist schon Dreckspatz. wieder so ein Dreckspatz. Sieht so aus, wa? Tragen von schweren Gegenständen. Sieht da gar nichts. Liegen noch ganz viele Patronenhülsen draußen, ne? Ja, das muss ich dann noch alles einsammeln. Das muss warten jetzt. Jetzt können wir das ja ausschalten. So, gucken hier. Diese Das sind mit raus. hoch. Die Alle müssen hoch alle oder was? hochschaffen. Hoch, nicht, ja, hoch. Ich will das nicht alles dann wieder Kein alles extra Problem. einsammeln. Warte. Ich mach diese. Kannst du dann an das Stahlgitter einfach hinstellen? Ja,
Was? HKSGMK? Was? Was für eine Waffe? Ich auch noch nie gesehen. Henkler und Koch, Präzisionsgewehr. Sniper, Distanzlocher. Elektrotechnik, dass ich das irgendwie auf 2 hochkriege. Genug Uhren sollten wir jetzt aktuell haben, ne? Schwingen die Hufe. Wenn dann Pemba im Auto, wir haben doch alle Fenster hier zu, ne? Schnallen wir uns gleich an. Kannst sogar im Auto rauchen. Franklin Transporter. Aber der ist viel langsamer, merkst du das? Egal. Da ist er für mich schon wieder nicht interessant, deswegen. Ah, du meinst den Angelladen in dem Dorf hier oben, ne? Sind wir doch genau richtig. Dann können wir uns da gleich direkt eine Hütte aussuchen, wo wir schlafen gehen. Das Auto parkst du dann am besten gleich direkt vor der Tür, damit auch keiner da reinkommt. Wer hat Bock hinter uns, ne? Ey, wie laufen denn hier rum? Highway, das ist normal. Augen auf im Straßenverkehr. Ja, muss normalerweise direkt gucken. Wenn die Leichen über 3 Tage liegen bleiben, dann hat die Wahrscheinlichkeit von 20%, dass die irgendwas anlocken. Sprich, eine größere Horde. Die fressen sich ja gegenseitig. Die hab ich nicht gesehen. Die hat einen Tarnkleid. Ein bisschen Farbe auf dem auf der Motorhaube. Wo ist er? Oh, hinter uns. Geräusche von diesem Gorilla. Neuner! Ey, das war der andere. Alles gut. Irgendwo ist noch was. Oh, die mit der Cappy. Die hat Bock. Ist das jetzt die Einfahrt? Nee, das kann die nicht sein. Tradel! Er kommt! Ja, warte mal. Du bist gut. Ich muss ja gucken, wo die Einfahrt ist. Das ist die Einfahrt. Dreh bei, pass auf, der will. Der hat Bock. Schieß ihn ab. Hau drauf! Ja. Tradel, das war die Einfahrt. Dreh um. Mach mich jetzt nicht schwach dran. Wollen wir wieder zurückfahren? Was meinst du? Was ist denn, wieso fährt denn das Auto nicht? Weil hier Büsche sind. Da wirst du richtig Spaß haben, da durchzufahren. Hier ist alles zugewachsen. Siehst du doch, wie bewuchert das hier ist. Und du musst auf der Straße bleiben, sonst wird er langsamer. Wie macht man jetzt? Da sind zu viele einfach. Dann fahr zurück. Dann bringt's nichts. Müssen wir ja am nächsten Morgen systematisch einmal runter. Oder du fährst morgen über die Gleise. Das wäre am einfachsten. Dann brauche ich nur 10, 20 Bäume wegkloppen und dann können wir durch, weißt du? Sekunde, vorne kommt keiner. Vorne ist frei. Vorne 2.
viele Punks hier, wa? Können das auch so machen, Traddel, dann laufe ich jetzt eben durch, dann warte eben. Ich weiß ja, wo das ist. Nee, das schaffst du nicht, warte. Meinst du nicht? Weg, weil es ist viel zu viele. Wohl eine Stunde haben wir noch. Ich bin übermüdet. Ist nicht gut. Schläfrig. Wir müssen kein Risiko eingehen. Sollen die sich da erstmal auffressen, da unten gegenseitig? Die Karre ist schlecht zum Fahren, die ist einfach zu langsam. Die kann schleppen, ne? Nee, das kann sie ja auch nicht. Ich hab's doch gewusst. Wo waren die jetzt? Ich hab den irgendwo gesehen. Da kommt er, der Rothaarige. Richtig so. Warst du hier an den ganzen Autos schon gucken? Nee, haben wir noch nicht gemacht. Aber es gibt ein Auto, was wir unbedingt angucken müssen jetzt. Deswegen bin ich jetzt erstmal nicht. Das kommt erst das hier oben bei da oben. Der LKW wegen der Batterie, ne? Vor uns, der hat eine große Waffe. Haben wir gleich. Hier ist irgendwo ein Runner, pass auf. Da vorne, blaue Haare. Hau drauf! Aber der Knarre verhungerst du beim Zuhauen. Jetzt machen wir mal meinen Traddel hier in Ruhe. Ich kann jetzt gerade nicht helfen. Lad nach. Mensch. Ladehemmung. Tempo ist da rein, da rein. Oh, sind mal viele hier, wa? Ja, Vollgas, Vollgas, Vollgas! Da ist einer unter der Motorhaube bei dem Auto. Da willst du reingucken, sagst du? Halt mal hier an. Ja, das ist dieses eine Fahrzeug dort. Scheiße. Boah, danke. Das war richtig knapp jetzt gerade. Diese Axt ist kacke. Zum Holzhacken ist sie super, aber alles andere kannst du vergessen. Was du damit ausgeholt hast, ne? Das ist Weihnachten. Oh, vier Stück noch. Henry, du müsstest dich langsam beeilen. Ich habe noch zwei Schuss. Du musst entweder wegrennen oder jetzt. Ich kann nur noch. Du musst rein. Ich kann dir nicht mehr helfen. Alles gut. Hast du gehört? Yes. Ich stehe hier schon beim Auto. Wo denn? Vorne? Du musst rein. Ach ja, habe ich gar nicht gesehen. Habe ich gar nicht gesehen. Sorry. So, ganz. Ich stehe nämlich an der Fahrertür schon. Die wollen auch noch mal gucken, wie hübsch du bist. So, vorne ist jetzt nichts. Kämpfen? Ja, wollen wir machen. Nee, warte mal. Vorne sind welche. Warte, ich komme wieder rein. Ja, bleib drin. Radl, 21.30 Uhr, ne? Ja, deswegen ja. Der eine sagt schon, er will schon. Ja, der hat Bock. Und in weniger als 20 Minuten wollen die alle. Glaub mal. Wenn dir alles anfängt zu laufen, du weißt, wir hatten das schon mal. Da habe ich keinen Bock drauf. Wenn sie hier mit 20 Leuten gegen das Auto springen. Die sind dann wie so ein wütender Mob, die drehen dir das Auto auf links.
So. So. Schnapp dir mal bitte Benzin. Ja. Noch ein bisschen ab, raus, Leichen verbrennen. Das muss jetzt weg. Die lockt hier immer welche an hier. Benzinkanister, hier ist leer. Hast du ein Feuerzeug da? Hier, da ist doch die Jerrycan, die große. Hast du ein Feuerzeug oder Streichhölzer da? Die Jerrycan? Die sind hier drin. Die sind leer. Die sind alle leer. Guck mal hier, perfekt. Da sind noch Benzinkanister hier überall rumliegen. Der hier oben. Streichhölzer sind 5 Stück hier. Passt. Das reicht. Hier. Nehme ich jetzt mehr mit. Push mal ab. Ob man das Feuer auspinkeln kann, was meinst du? Stapeln wir die Dinger erstmal richtig hier. Gut, dann geh ich schon mal rüber, mach die anderen fertig, ne? Mach das. Mach immer. Okay, kleine der Kreise. Der Haufen hier unten ist schon ready. Und am besten so 5 Blöcke weg von denen vom Haus selber. Jetzt haben wir ja gleich ein Problem. Hab ich ehrlich gesagt keinen Bock, dass die hier rüberkommen, weißt du? Baby. Okay. Munition sieht schlecht aus. Wir haben keine 9 mm mehr. Habt ihr geschossen? Ja, wir hatten geschossen, aber. Meta-Event. Ja, das sind random. Wenn du irgendwie hörst, was man mit Maschinengewehr schießt, das ist das, was er meint. Mal beiseite, bitte. Sekunde. Jetzt. Plünderst du wieder die Leichen? Wie gesagt, Benzin ist dann auch der nächste Haufen. Das ist nur das nur Geräuschkulisse, was er jetzt meint. Ne? Ja. Das kommt aber noch. Das kommt aber wirklich noch. Mit NPCs. Das wird richtig lustig werden. PCs hier reinkommen, dann ist das Spiel so gut wie fertig, glaub mal. Die rennen dann quer durch die Hütte, holen sich Munition raus und fangen an zu schießen. Willst du jetzt zerreißen? Ich dachte, du verbrennst die jetzt. Hab ich doch.